Schritt 2 beschäftigt sich mit der Applikation des Rudolfit-Präkursors. Hier seht ihr unseren Low-Cost-Spincoater, ein handelsüblicher PC-Lüfter, auf den das Substrat zentral gedrückt wird. Als Tipp hier die entgegengesetzten Ecken herunterdrücken und nochmal den Halt auf dem doppelseitigen Klebeband kontrollieren. Das kleine Gebinde, was ich jetzt in die Kamera zeige, enthält unseren Rudolfit-Präkursor in Lösung und der wird mit einer Spritze vorsichtig aufgezogen. Der Stempel wird so weit hochgezogen, bis wir ein Volumen von 0,1 Milliliter aufgezogen haben. Hier ist es wichtig, dass der Präkursor selbst sehr viskos ist und nachzieht. Passt also hier auf, dass ihr nicht zu viel Substrat einzieht. Das Gebinde wird natürlich wieder verschlossen, sodass kein Lösungsmittel verdampfen kann. Und die Spritze wird nun verwendet, um die Präkursorenlösung vorsichtig auf das Substrat zu applizieren. Mit wenig Druck, sodass eben unsere Lösung nicht einfach aus der Spritze heraus geschleudert wird. Spritze sichern, den Spritzschutz auf den Lüfter stellen und das Ganze wird bei 11,71 Volt für 30 Sekunden rotationsbeschichtet, gespincoated im Englischen. Es ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir hier Handschuhe verwenden. Dies liegt daran, dass wir mit Gefahrenstoffen arbeiten und uns natürlich vor diesen schützen möchten, vor einer Exposition durch die Haut. Nach 30 Sekunden wird dann einfach die Stromzufuhr getrennt und das Substrat vorsichtig abgenommen. Hier ist wirklich darauf zu achten, dass man nicht mehr auf die Beschichtung fasst, das Klebeband vorsichtig löst, bevor man das Substrat auf die vortemperierte Heizplatte legt. Die Heizplatte hat dann im Idealfall 115 Grad und unsere Solarzelle wird dann bei 15 Minuten erhitzt. Weiter geht's mit Schritt 3.